Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Lola Jasmina und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um die Biber Bonusbox. Die Biber Bonusbox habe ich mir heute geholt. Heute ist der 29. Oktober und schaut einmal her, wie schön das Design bitte ist. Also wirklich ein wunderschönes Design. Ich habe sie heute bei der Kasse gesehen, habe mir gedacht, wow, eine wunderschöne Rose ist da drauf mit so einer Parfümflasche, mit einer Pimpette, also richtig schön. Und ich hoffe auch, dass der Inhalt schön ist. Bevor wir loslegen, habe ich gesehen, dass im letzten Video oder im vorletzten Video sehr viele Fragen in den Kommentaren gestanden sind. Wie kriege ich die Box? Wieso kriegen die manchen Box für 2,99? Warum muss ich in meiner Biber-Filiale ständig die Jö-Karte sammeln? Warum, wieso, weshalb? Ich kann euch das wirklich nur so sagen von meiner Erfahrung. Ich kann euch so sagen, es gibt manche Bipen, die sagen, ja, du bekommst es für 2,99 und es gibt manche Biber, die wirklich streng sind und sagen, nein, diese Box kriegst du nur, wenn du so und so viele Punkte hast. So, jetzt ist es so, dass manchmal zum Beispiel, ich hatte nur 17 Jös und ich hätte 250 gebraucht, da haben mir ein paar Jös gefehlt, da hat mir die Kassiererin gesagt, naja, wenn du jetzt noch etwas einkaufst für 10 oder 15 Euro, dann hättest du die Punkte zusammen. Das könnte man auch machen, ja. Ob dir dann die Box wirklich wert ist oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen, denn 250 Jös sind schon eine Menge Geld. So, auf jeden Fall kann ich euch das nicht beantworten, wie der eine Biber ist oder der andere. Das ist wirklich sehr verschieden. Manche Biber sind da sehr locker und sagen, ja komm, 2,99, dann haben wir die Boxen weg, ne. Und es gibt manche Biber, die dann wirklich sagen, nein, das soll dann wirklich für die sein, die auch die Jö-Karte haben. Deswegen kann ich euch nicht sagen, welcher Biber, wo ich war oder so. Da müsst ihr schon selber schauen, in welchem Biber ihr das macht. Wenn ihr auf jeden Fall diese Box wollt, dann kann ich euch nur eines sagen, dass ihr die Box mit der Jö-Karte bekommt. Wenn ihr die Jö-Karte nicht habt, könnt ihr euch die Jö-Karte immer wieder bei der Anmeldung bei Biber, bei der Kasse gibt es so eine kleine Prospekt, da könnt ihr euch anmelden und da könnt ihr euch auch natürlich die Biber Bonusbox sichern, indem ihr immer einkauft und Punkte sammelt und dann hättet ihr zum Beispiel auch diese Karte. So, die Karte kommt dann, glaube ich, irgendwann mal zu Hause geschickt oder ihr macht das elektronisch mit der App. Das wäre natürlich für mich noch besser, weil ich die Karte immer wieder vergesse. Naja, das ist wieder mal ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir legen mal los mit der Biber Bonusbox und ich würde sagen, wir machen sie jetzt einmal auf. Manchmal sind da wirklich so schöne Sachen dabei, nützliche Sachen und manchmal sind auch Sachen dabei, wie zum Beispiel Pflaster und solche Sachen, was man eigentlich dann immer so im Haushalt gebrauchen kann. So schaut das aus. Also wirklich habe ich eine schöne Box erwischt. So, wir haben hier jetzt einmal ein Prospekt. Da steht einmal drauf, für was die Produkte alles sind. Und hier haben wir wieder mal so einen Müsli, Gratis-Müsli im Wert von bis zu 10 Euro. Aber da muss man auch einen gewissen Einkaufswert bezahlen. Und hier hätte man sogar auf Weltcard-Produkte 50 Euro Thermenhotel-Gutschein. Naja, wer in die Therme geht, zahlt sich das auf jeden Fall aus. So, gut, der erste Blick in die Box schaut wirklich sehr schön aus. Die Box ist wirklich schön geordnet, also nicht durchwühlt oder so. Und ich würde sagen, beginnen wir mit dem Unboxing. So. Das erste, wo ich mich wirklich sehr freue, ist von der Marke Finish Power Base. Wir haben hier drinnen 4 Kapseln haben wir drinnen. Das ist wirklich viel. 4 Kapseln, das verbrauche ich einmal im Monat. Da freue ich mich wirklich sehr, weil für mich sind die Finish meistens sehr teuer. Ich nehme immer dieses andere, dieses Sortomat nehme ich immer. Ich glaube, da gibt es 60 Stück für 8 Euro und ich glaube, die kosten um die 11 Euro. Wie gesagt, deswegen freue ich mich, dass ich die jetzt auch einmal testen kann. Und irgendwie steht hier, dass das neu ist. Ultra Matte Plus All-in-One. Intensivreinigung entfernt, Eingebranntes pflegt und schützt. Und super, na, da bin ich wirklich sehr gespannt. Und 4 Stück sind schon eine Menge. Ne?
Dann haben wir hier so eine kleine Probe für die Männer. Die Männer dürfen sich auch freuen. Bulldog. Ich habe schon einiges gehört von dieser Creme. Die sollte sehr gut sein. Und genau, die wird bei mir weiter wandern. Das ist Bulldog ist meistens bekannt für Rasieren und solche Sachen. Und dann haben wir hier einen Gratis-Pflaster bekommen. Und zwar haben wir einen Gratis-Pflaster bekommen. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut, denn ich bin Mama und wenn ich am Spielplatz bin und sowas in der Tasche habe, ist das immer Gold wert. Dann habe ich hier von Syoss ein Repair Conditioner bekommen. Ja, finde ich auch super, kann man testen. Der war schon lange in der Box drinnen, also den gibt es schon wirklich fast jedes Mal, wenn ich mich erinnere. Oder täuscht mich da, schreibt es mir gerne in den Kommentaren, aber den habe ich schon oft in den Box drinnen gehabt. Und jetzt weiß ich natürlich, warum meine Box so schwer war. Und zwar haben wir hier ein Aroma-Duschgel von der Marke Palmolive, Lavendel und Yang Yang Duft. Okay, Lavendel ist jetzt nicht so meins, aber schauen wir mal, machen wir mal den Test. Ja, das ist so richtig Lavendel. Das wird auf jeden Fall weiter wandern. Das werde ich auf jeden Fall in einer Verlosung geben. Oder schauen wir mal, vielleicht mag es jemand von meiner Familie haben. Da finde ich sicherlich einen Abnehmer. Dann habe ich hier etwas bekommen, was auch sehr interessant ist. Und ich glaube, das ist etwas für die Flasche. Das werde ich mir durchlesen. Wer viel unterwegs ist, weiß, wie schnell man seine Trinkflasche irgendwo liegen lässt. Damit sie jetzt Schluss, denn mit dem praktischen Flaschenhalter hat man sein Getränk immer dabei, ohne darauf Acht geben zu müssen. Aha, das heißt, du kannst dir das so quasi hier auf den Schlüsselanhänger auch raufgeben und dann hättest du so einen Flaschenhalter. Na gut, aber ich mache jetzt nicht so viel auf mit den, oder ist das ein Flaschenhalter? Ach so, da habe ich gedacht, das ist etwas, wenn man so Trinkflasche irgendwo liegen lässt, damit ist jetzt Schluss, denn mit diesem praktischen Flaschenhalter hat man sein Getränk immer dabei, ohne darauf Acht zu geben. Aha, okay. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel das da jetzt beim Rucksack oder was hingeben und das haltet dann die Flasche quasi. Und somit lässt du die Flasche nirgendwo liegen. So hast du es wahrscheinlich am Rucksack oder vielleicht hier auf den Hosen oder vielleicht in Beuteltasche. Und somit haltet das so quasi die Flasche. Und man hätte die Flasche überall dabei. Aha, okay, gut, jetzt kenne ich mich aus. Wir haben hier von Nivea eine große Creme. Und zwar, das ist 75 Milliliter. Ich mag diese Cremen von Nivea. Im Winter sind sie immer gut, wenn man trockene Füße hat. Und es ist eine Hautpflege mit ideal für tägliche Anwendung, wo immer auch die Haut milde und reinige Pflege braucht. Also Nivea ist eigentlich immer gut. Ich nütze ja schon jahrelang von Nivea das Deo und bin super toll zufrieden. Hier kommt mir noch ein sehr großes Produkt entgegen, wo ich mich wirklich sehr, sehr freue. Das ist nämlich von Sakotan, 99% Bakterien und speziell für Pilze, Covid-19, Grippe und so weiter, Wäschehygiene Plus, das finde ich super. Das verwende ich sehr gerne für Handtücher oder auch für Bettwäsche, denn Bettwäsche finde ich immer, wenn das so desinfiziert ist, ist es auch nicht schlecht. So, gut, da kann man wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich nur für einmal, oder? Geben Sie den gesamten Inhalt. Genau, also das ist für einmal, finde ich so super, weil das für Wäsche braucht man ehrlich gesagt immer. Dann haben wir hier etwas, was wir schon so oft gehabt haben in der Box. Und zwar, das ist dieses Floral Bio Kräuterblut Eisen Vitamin Elixier. Ist nicht schlecht, denn wenn man so müde ist und so ab und zu so träge ist, ja, kann man ein bisschen Vitamin B2, Vitamin B12, Vitamin C. Finde ich nicht schlecht, das könnte ich ehrlich gesagt jetzt gleich einnehmen. Es schmeckt ein bisschen unangenehm, aber es ist nicht schlecht. Und ich habe auch einmal gesagt, dass ich die Produkte einmal wiederhole. Und da habe ich einmal so eine Nachricht, also so einen Kommentar bekommen, nein, die Produkte wiederholen sich nicht und es gibt nicht immer dasselbe drinnen. Oh ja, also wenn ich jetzt überlege, dass das da war schon jetzt oft drinnen und das war auch sehr oft drinnen und genauso wie das da war auch schon so oft drinnen, habe ich doch recht gehabt, dass sich die Produkte ein paar Mal auch wiederholen. Ja? So,
Dann haben wir hier wieder Proben und auch diese Probe war schon sehr oft drinnen von True und auch die Probe von Engelsweber war drinnen. Ich weiß auch gar nicht, wie der Duft ist. Viele haben mir geschrieben, dass der Engelsweber-Düfte sehr gut sind. Das ist so erfrischendes. Also nichts jetzt so ein orientalisches oder so freches. Es ist mehr so ein frischer Duft. Ich meine, so für den Alltag ist er nicht schlecht, aber ich mag mehr so, schwere Düfte, aber er ist nicht schlecht. Also für den Alltag so zwischendurch ja, aber wenn ich mich entscheiden würde, dann würde ich mehr so pudrige Düfte nehmen, ja, so mehr orientalische Düfte, aber er ist nicht schlecht, muss ich sagen. Dann haben wir hier so eine kleine Probe von Ricola Schweizer Alpenkraut, finde ich auch nicht schlecht. Gebe ich gleich in meiner Handtasche drinnen, denn ab und zu hat man immer ein bisschen so Halsschmerzen und ein bisschen Kräuter schadet nie. Genau, dann haben wir hier dieses Intim Wash. Aha, das ist eine Intim Wash und das ist von Gosch ein Hydromatic Foundation. Und da bin ich sehr gespannt, denn ich wollte schon ein paar Mal von Gosch ein Make-up kaufen. Ich weiß nicht, warum die Gosch Make-up sind so teuer. Ich glaube, die kosten 16 Euro oder was. Ich werde mal testen im Beeper und wenn mir das taugt, kann ich mir vorstellen, dass ich es mir irgendwann mal nehme, vielleicht auch sogar für meine Full-Face-Reihe. Denn ich weiß nicht warum, aber Gosch ist wirklich sehr, sehr teuer. Ich habe das Gefühl, dass Gosch sogar teuer ist als manchmal auch L'Oreal. Dann haben wir wieder etwas für die Männer und zwar Axe Aqua Bergmotte. Und das ist ein Deo für die Männer und das wird auch weiter wandern. Genau, und dann haben wir jetzt nur mal noch so eine Probe von Veleda. Das ist eine straffende Haut mit natürlichen strahlenden Haaren. Haut Granatapfel mit Maca Pepite und Bio Maca Wurzel für straffende und erholte Haut morgens. Okay, Veleda habe ich auch gehört, ist eine sehr gute Marke, aber die Naturprodukte, wenn man die Naturprodukte nicht gleich verwendet, also innerhalb von 30 Tagen fangen die an, so ein bisschen ronzig zu werden. Und hier haben wir noch einmal wieder mein Müsli mit 10 Euro. Also diese Gutscheine mit meinem Müsli wiederholen sich auch wirklich fast jedes Mal. Und hier haben wir noch einen Gutschein über 500 Top-Wellness-Betriebe, Welka-Thermen-Hotel-Gutschein. Aha, super, da haben wir hier noch einen Gutschein. Gültig bis 500 Thermen, D-Spa, Wellness Hotel, 30 Jahre gültig. Alle Gutscheinkarten mit Geschenke, Verpackung als Bryant Home zu selber ausdrucken. Hochwertige Geschenkbox mit Spa-Produkte made in Austria. Aha, also da gibt es wahrscheinlich auch etwas, da gibt es auch so Produkte in einer Geschenkbox. Aha, sehr interessant. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, ich hätte mir gedacht, das ist nur für Wellness. Naja, das sieht man wieder, wenn man sollte doch wieder alles gut durchlesen. So. Ja, ihr Lieben, was sage ich jetzt zur Box? Ich persönlich finde die Box ganz okay. Also da war jetzt keine M-Asam-Creme oder irgendetwas, wo ich sage, wow, super. Aber am meisten freue ich mich ganz ehrlich für diese Produkte 2. Denn wenn ich ein bisschen was Haushaltshilfe habe, freue ich mich immer sehr. Und das werde ich jetzt gleich nutzen, denn ich muss sowieso heute die Bettwäsche waschen, also die ganzen Polster und so, und dann werde ich das auf jeden Fall gleich testen. Und das werde ich heute auch testen, wenn ich sobald das nächste Mal meine Spülmaschine einschalte. Ja, ihr Lieben, im Großen und Ganzen war es ganz okay. Es gab bessere Boxen, aber ich finde die Box jetzt ganz okay. Wie gesagt, mal für 2,99 €, was will man sich da mehr erwarten? Aber wie gesagt, ich habe ja meine Punkte eingelost und ich habe mir da schon einiges erwartet, aber trotzdem, wie gesagt, man kann nicht immer meckern. Man muss auch einmal ein bisschen auch positiv sehen. Vielleicht wird dann die nächste Box, vielleicht kurz vor Weihnachten, vielleicht ein bisschen schöner. Genau, ihr Lieben, das war es jetzt von der Biber Bonus Box. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Würdet ihr euch die Box holen oder würdet ihr lieber sagen, na, da spare ich mir lieber die Punkte und nehme beim nächsten Mal 10% Rabatt auf den Einkauf wegen die Rabatte. Die Jö-Karte schickt mir auch immer wieder so einen Brief, zum Beispiel zum Geburtstag darf ich mir was aussuchen, dann darf dieses Produkt 25% weniger kosten, dann auf das gesamte Einkauf 10 Produkte. Also wenn du diese Jö-Karte hast, hast du theoretisch und praktisch ehrlich gesagt nur Vorteile und 10% auf den Einkauf ist auch nicht schlecht, somit könntest du dir quasi den Gutschein nehmen und dafür die Jö-Karte, also die Biber Bonusbox holen. Das wäre vielleicht nur so ein Gedanke, weil viele auch geschrieben haben, dann
dann nehme ich lieber die 10% und kaufe dann lieber Waschmittel oder was günstiger, ne? Das wäre nämlich nur so ein Gedanke gewesen, weil die Jö-Karte bekommst du immer wieder solche Gutscheine zu Hause zugeschickt. Das wäre auch nur so mal eine kleine Info für euch, falls ihr euch die Jö-Karte doch zulegen möchtet. Ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos. Danke fürs Einschalten und ich würde mich freuen, wenn du mir unten ein Feedback gibst. Und ja, schreib mir gerne in die Kommentare, wie kriegst du deine Bonusbox? Zahlst du oder hast du eine Jö-Karte? Danke fürs Einschalten, ich freue mich sehr. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Somit verpasst du die letzten Videos nicht und die neuen Videos und natürlich auch die nächste Biber Bonusbox, sobald sie kommt. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bussi Baba, eure Lola.